Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute World of Tanks. Es ist Wochenende. Für mich ist gerade noch Samstag. Für euch ist es jetzt Sonntag. Oder wann ihr auch immer das schaut, das Video. Und ich werde weiterspielen. Vier Kämpfe von rechts nach links. Ich hoffe, ich werde da die nächsten vier gewinnen, damit ich auch diese fünf alle fertig habe. Diese vier mit den fünf. Alle fertig haben. Viel Spaß. Okidoki. Das Team steht. Die Leute sind alle da. Dann starten wir mal das Gefecht. Mit dem Spiel. Habt ihr auch die Eröffnungsfeier gesehen von der Olympiade? Ich ja, nicht alles, aber ein Teil. Ich fand es sehr schön. Der sieht mich nicht, das ist gut. Das ist sehr gut. Noch ein Schuss, dann ist er weg. Okay. Aber nicht von mir. Komm ja. Scheiße. Keine Sicht. Ist doch voll kaputt. Ich komme nicht um den hier hinten. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Kette beschädigt. Der ging glatt durch. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Schnapp dir den Feuerlöscher und lösch es. Hab ich doch schon. Noch so eine und die sind fertig. Der letzte gewesen. Also die erste Runde, das war so ein Satz mit X, das war nichts. Wir können mal schauen, auf welchen Platz ich war. Ich denke mal, ich wäre der viertbeste insgesamt. Der zweitbeste aus dem Team. Ich bin mal gespannt. Und zweitbeste aus dem Team. Oh, ich habe den Daumen runter gekriegt. Wer war das? Der hier. Warte mal. So, also 1191. Ja, der viertbeste insgesamt. Der zweitbeste aus dem Team. Gut, dann würde ich mal sagen, bis gleich in der zweiten Runde. Okay, wir sind wieder mit unserem Schwedenpanzer unterwegs.
den schwedischen Panzer. Bewegung! Gucken wir erstmal nach vorne ein bisschen rein, in den kleinen Dorf. Hier ist schon nichts. Hab ich den getroffen oder nicht? Dass es einen Baum nicht gibt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette wurde getroffen. Hey, schieß sie auf mich. Wir haben sie. Aber sieht schon mal gut für uns aus. Noch. Das bin ich. Habe ich den eigentlich gekriegt als Kill? Ach, schade. Noch drei Gegner da. Den macht er kaputt. Ah, der hat noch ein Leben. Ein Leben hat er noch. Kann doch nicht wahr sein. Das war auf jeden Fall ist er kaputt. Gut, das war's. Sieg. Sieg auf ganzer Linie. Das war die zweite Runde. Erster Sieg. Ich habe immer so eine Quote mit 50%. Jede zweite Runde gewinne ich. Ungefähr. Oh, die drei. Ich würde sagen, ich bin gar nicht so gut. Ich würde mich in meiner Gruppe wahrscheinlich auf den viertbesten sehen. Und insgesamt vielleicht sechst. 1, 2, 3, 4, 5 Bester sogar. 1, 2, 3. Also, und 8 Bester insgesamt. Na gut, dann würde ich mal sagen, geht's weiter in die nächste Runde. Let's go. Oh, ich habe vergessen, den Play zu drücken. Wir sind mit dem Franzosen hier unterwegs. Legen wir los. Und fahren jetzt das Olympiade nach Paris. Da waren sie schon gestoßen. Da müssen wir noch Ufer. Kann ich den wegschießen? Genau durchgeschossen. Naja, was soll's.
gehen glatt durch. Panzerung. Komm schon. Wirkungstreffer. Getroffen. Komm schon, den dritten. Ah, schade. Da war ich so langsam. So, ganz hinten ist noch ein Hunter. Und da sind die Mittler. Aber wir wollen zum Hunter hinfahren. Da hinten steht da. Visiert. Was war jetzt vor? Ach nee. Hab dich doch nicht so. Ach, versteckt er sich hinterm Haus. Gut, dann fahren wir rüber. Auf der anderen Seite. Aber jetzt, komm, schnell nachladen. Der brennt, der ist gleich. Wieder ein Abschuss für uns. Da, so, wo ist der letzte? Da unten ist er. Ich hab's aber mal runter. Der ging nicht so durch. Kopf zielen, Kopf, auf den Turm. Das kommt schon. Und bam! Noch so einer und die sind fertig! Er hat gerissen. Was war das? 2:10:50. Beim nächsten Schuss ist er tot. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja! Runde Nummer 3. Sieg Nummer 2. Das heißt, nächste Runde werde ich wahrscheinlich wieder verlieren. Aber wir wollen mal gucken. Ne? Es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Oh, die 2. Also das heißt, ich habe wahrscheinlich insgesamt der 2. Schön. So, nice. Jo, insgesamt der 2. Gut, dann würde ich mir sagen, wir gehen weiter zur nächsten Runde und zum nächsten Panzer. Okay, die Panzer stehen alle fest. Ich spiele mit dem Chinesen Typ T-34. Genau, der Chinese ist nämlich Typ T-34. Los geht's! Also es ist ein Typ. T-34 ist aber kein T-34, weil es nur halt ein Typ ist. Ja? Versteht ihn? Ich nicht. Das Flugzeug ist abgestürzt. Ich muss die Leichen retten, damit die Leichen nicht sterben. Die Leichen nicht sterben.
Wirkungstreffer. Oh ja, bleib doch stehen. Du bist erst tot. Dann ich. Noch so einer und die sind fertig. So, jetzt bin ich wieder oben dran. Das werde ich wahrscheinlich nicht überleben. So, ich werde wahrscheinlich nicht überleben. Aber ich habe einen Panzerzerstörer. Das heißt, ich bin schon mal nicht der Schlechteste. Es gibt nämlich extra Punkte, wenn man einen Panzer zerstört. Flagge einnehmen, minimal. Also das. Wahrscheinlich nichts gebracht, die Flagge hier einzunehmen. Ah, wir verlieren noch. Jetzt bin ich lieber ein bisschen auf Distanz gespielt. Schauen wir mal, was die anderen Leute machen. Der KV-1, der ist auch gut. Nur der KV-2, das war glaube ich in der W7, der ist besser. Deswegen ist er ja wahrscheinlich auch KV-2. Ne? Jetzt zeigt er den Hintern zu da hinten. Okay, der eine ist da. Ja, den machst du auch kaputt. Jawohl, noch ein Schuss. Boah, das sieht wieder gut aus. Wir gewinnen wieder. Speed. Oder verlieren wir doch? Ach, mit Ringepieps mit anfassen? Speed! Da ist der Hunter. Hunter ging schwer. Wer wird gewinnen? Dann wird geschossen. Der Hand hat dich getroffen. Oh, schon wird in den geschossen. Gut. Der Leichter ist gleich da. Der Leichter ist jetzt wie. Hat er doch noch gekriegt. Na gut. War schon mal ein sehr schönes Ergebnis. 3 Siege, 1 Niederlage. Dann jetzt nochmal schnell gucken, auf welchem Platz ich bin. Ich sag mal so 4. Insgesamt werde ich sein. 4., 5. Wenn ich jetzt gerade aus meiner Gruppe. Insgesamt vielleicht 8., 9. Und wir sind 2. Hätte ich ja nicht gedacht. Insgesamt 3. Ich dachte, ich wäre viel schlechter. Oh, da habe ich mich vorher wieder schlechter gemacht, als ich eigentlich bin. Denkt, dann sage ich aber trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und ich wünsche euch dann einen guten Start am Montag in der nächsten Woche. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.